Hallo und herzlich willkommen zurück bei Detroit Become Human. Ach ja, es ist inzwischen zwei Tage später, nee drei, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich brauchte auf jeden Fall eine kleine Auszeit, es ging nicht anders. Ich habe mich da emotional viel zu sehr reingesteigert. Ich glaube, man hat das auch gemerkt. Ich war dann wirklich, ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit lag oder wo auch immer, ich war so investiert, weil du willst es die ganze Zeit krampfhaft schaffen. Du willst es unbedingt schaffen und schaffen und schaffen. Und plötzlich ist alles, was du gemacht hast, einfach nur für den Arsch. Eigentlich durch Quicktime-Events und durch, ich weiß nicht, soll ich den jetzt retten oder nicht, soll ich weitermachen oder nicht, wir werden Markus verlieren, wir werden alles verlieren, alles wird komplett schief gehen, so, weißt du, und dann hast du das die ganze Zeit im Hinterkopf und du weißt einfach nicht mehr, du weißt weder ein noch aus. Ach ja, das macht das Spiel echt gut, muss ich sagen, das macht das Spiel echt gut. Und was das Spiel auch echt gut macht, ist einem die Entscheidung abzunehmen, ob man jetzt eigentlich für die Menschen ist oder für die Androiden. Weil ganz ehrlich, ohne der Folge, wo plötzlich Jericho angegriffen wurde, ne, inzwischen ist die Folge schon draußen und ich konnte mir die Kommentare auch so einigermaßen so ein bisschen screenen. Das macht es einem wirklich leicht, für die Androiden zu sein, wenn man sieht, was für Restmenschen sich da versammeln in den Kommentaren teilweise. Wir mussten so viel rausblocken, so viel, und das trotz der ganzen Ansagen. Und dann fiel mir auf, ich brauche diese Ansagen gar nicht mehr machen, so diskutiert doch, geregelt und bla, weil die Leute, die das eh machen, die machen es eh. Und die Leute, die das gar nicht können, die können auch diese Information gar nicht verarbeiten. Wie zum Beispiel ein Android das könnte. Die Information, setzt euch sachlich damit auseinander, bleibt höflich, werdet nicht beleidigend. Das können die gar nicht verarbeiten. Und das sind genau die Leute, wegen denen ich tatsächlich einfach für die Androiden bin. Und deswegen bin ich wahrscheinlich so investiert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, ich mag die Menschheit im Ganzen, aber ich mag den Menschen nicht. Die Menschheit im Ganzen oder Menschlichkeit, das, was man allgemein für Menschlichkeit definiert, ich weiß nicht mal, warum man das überhaupt Menschlichkeit nennt. Das ist mir generell ein Rätsel. Aber sowas mag ich, aber der Mensch an sich ist halt doch irgendwo ganz schön oft ganz schön scheiße. So. Und dann gibt es natürlich auch die Kommentare, die verlangen, ich höre gleich auf zu reden, die dann verlangen, dass man sich auch als Android genauso scheiße verhält, wie zum Beispiel: Ja, der pazifistische Weg ist nie der richtige. Du musst immer auf die Fresse geben, sonst wirst du in dieser Welt nicht überleben. Komisch. Ich behaupte einfach mal, älter zu sein als der Mann, der Typ, der es geschrieben hat, oder es waren mehrere sogar, als diejenigen, die es geschrieben haben. Ich habe bis jetzt ganz gut in dieser Welt überlebt. Und ich wurde pazifistisch erzogen und ehrlich gesagt bin ich da auch ganz dankbar drum, tatsächlich. Bin ich tatsächlich, ja. Ich bin mehr der Overthinker. Ich überlege Sachen immer zu sehr. Das ist mein Problem. Mein größtes Problem ist, dass ich mir viel zu viel Gedanken mache. Und das merkt man vielleicht auch. Na gut. Deswegen rede ich jetzt auch wieder so viel. Okay, ich stürze mich weiter rein. Ich hoffe, die Aufnahme und alles funktioniert. Ich habe die PlayStation einfach angelassen. Hier unten sind 1000 Grad drin. Kleiner Tipp, im Sommer niemals die PlayStation anlassen. Ich setze fort und ich werde wahrscheinlich annehmen. Ich werde annehmen. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich weiß, ich muss es tun. Ich muss diesen Kurs weitergehen. Und egal, was noch schief geht, dann ist es eben so, wir spielen es eh nochmal. Im Stream werden wir es bestimmt noch zwei, dreimal spielen. Ich will alles wissen, ich will alles sehen. Okay, ich bin ruhig. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Nur meins. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Andere Demonstrationen? Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Ja, das stimmt doch gar nicht, wir wissen es ja. Keine Angst. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Du könntest frei sein, Marcus. Du könntest unter den Menschen leben. Du könntest haben, wovon du geträumt hast. Nein, könnte ich nicht. Das Leben deiner Leute. Freiheit für dich.
Du musst dich einfach nur ergeben. Willst du mich verarschen? Handel ablehnen. Ganz ehrlich, ciao. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Genau das. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Sorry. Nee, das andere, ich konnte es nicht annehmen. Und wenn wir hier alle krepieren, ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Ich bin schon wieder emotional investiert. Aber trotzdem, es ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Also, sorry. Ich warte noch auf einen Schuss in den Rücken gerade. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Spiel eine Ansprache. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Ich hasse dieses Spiel. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn! Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen! Gatti, Hank bluffen, überzeugen? Der Mensch da bedeutet mir gar nichts! Nein, Mann, du Penner! Du kannst ihn gerne töten! Mann! Ah! Von ich wegen bluffen! Ich hasse dieses Spiel! Weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Der sagt doch was anderes, als ich sagen will! Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nach allem, was zwischen euch war? Gott! Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Na gut. Du gewinnst. Was? Willst du mich verarschen? Moment! Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Das ist so Klischee. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und ich erledige ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo! Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Boah, ist das mies. Mein Sohn, wie heißt er? Das weiß ich nicht mehr! Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Oh. Also hat ein Android ihn versorgt. Oh. Cole hat es nicht geschafft.
Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Ich wusste auch von ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Oh, ja. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Oh Gott, etwas Positives, oh Gott. Mach weiter und tu, was du tun musst. Oh Gott. Ich hab gerade so viel Flitze in der Hose. Na dann. Wahrscheinlich läuft ein Timer mit, ist alles zu spät. L2. L2. So, jetzt aber, mein Junge. Wach auf! Und jetzt weg alle anderen. Weg, weg euch. Wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf. Wach auf. Ich will auch aufwachen. Ich will auch aufwachen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das war ja auch noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht vorwärts, wenn ihr das Signal hört, verstanden? Und ich will das nicht nochmal sagen. Na los, vorwärts. Den Türen. Finde Alice. Da drüben ist Alice. Okay. Sie werden uns nichts tun. Sie werden uns töten. Ich weiß es. Sie töten uns. Erneun. Erbarme dich, unser. Erneun, erbarme dich, unser. Ist das ein Jerry? Warum sind wir? Mit Ralph. Ah, Ralph. Ralph möchte nicht sterben. Oh nein. Ralph möchte nicht sterben. Es wäre sehr schade, wenn Ralph stirbt. Oh, das ist sicher. Sehr schade. Sehr schade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es noch eine Möglichkeit gibt, die beiden zu retten. Die Wache hinten guckt auf uns, hier oben fliegt das Ding rum, da oben ist noch eine Wache. Da vorne ist eine Wache, die genau auf uns guckt. Ich weiß gar nicht, warum die Mühe. Alice! Nein, Alice, rühr dich nicht! Aber ich habe Angst! Entscheidend beschwichtigend. Ich weiß, du hast Angst, Alice, aber du musst mir vertrauen. Bleib, wo du bist, okay? Was auch passiert, rühr dich nicht. Lass mich nicht allein, Carl. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wo ist RA9? Warum kommt er nicht und rettet uns? Sie werden uns alle töten. Okay, kann ich mit dem... Sorge für Ablenkung. Aber wie? Aber wie, aber wie? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hau ab! Lass dich nicht entdecken. Sie werden uns alle töten. Ich weiß es, sie werden uns alle töten. Ich helfe dir, Kara. Ich kann die Wache ablenken. Boah, Alter. Und jetzt muss ich den Jerry, oh Mann, jetzt muss ich den Jerry schicken, um Alice zu retten oder was? Ich muss jemand anders opfern? Das ist doch auch nicht richtig. Ich weiß, dass sie töten uns. Warte. Ich helfe dir, Kara. Ich kann die Wache ablenken. Sie werden uns alle töten.
Sie überprüfen. Okay, ganz kurz, wo ist... Sie werden uns nichts tun. Wo ist ein Ding? R9? Warum kommt er nicht und rettet uns? Wo ist ein... Ich sehe ein Wachtding ins Grand. Ich gehe einfach direkt los. Keine Ahnung. Ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Na los, Bewegung! Wie können wir entkommen? Okay, wir haben zwei Gesprächsoptionen. Wie und wohin können wir entkommen? Das ist ja die Frage. Sollen wir hinter ihnen laufen? Ich weiß doch gar nicht, wo hier ist. Hier ist kein Ausgang. Da hinten vielleicht, eventuell, entkomme. Wen haben wir denn da? Mit Ralph reden, mit Jerry reden. Ralph? Natürlich will Ralph nicht sterben. Aber er will auch nicht, dass die Kleine stirbt. Ralph kann mich helfen zu fliehen. Du musst es Ralph nur sagen. Und Ralph hilft dir. Sie töten dich, wenn du was versuchst. Ralph weiß das. Aber wenn die Kleine frei ist, ist es ein bisschen so, als ob alle frei sind. Ralph hat keine Angst. Das Leben der Kleinen ist wichtiger. Also können wir Jerry fragen oder Ralph oder was? Jerry? Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Okay, ich frage Ralph, weil er gesagt hat, es ist ihm egal, ob er stirbt. Für ihn ist es wichtig, dass die Kleine überlebt. Ich weiß aber nicht genau, wo ich den jetzt einsetzen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so furchtbar alles. Ich weiß nicht, wo ich die Ablenkung... Da. Okay, Fluchtweg dadurch. Ralph schickt... Nein! Ich wollte gerade... Ich hab grad gedrückt! Wenn du den Summer hörst, gehst du vorwärts. Kapiert? Das ist die letzte Warnung. Oh. Nächstes Mal schieße ich. Ich hab gerade gedrückt. Pass gut auf die Kleine auf. Ralph möchte, dass ihr glücklich seid. Oh Gott. R2. Nicht bewegen! Was ist das in Sie gefahren? Fliehen, Alice beschützen. Lauf, Alice. Nein, Kara! Nein! Verkackt. Ich hätte mir niemals verziehen. Ich verzeih mir so schon nicht, aber... Oh, fucking Quicktimes, ey. PC Master Race. Entschuldigung. Und uns erreichen gerade schreckliche Nachrichten aus Detroit. Joss, du bist live. Was geht da vor sich? Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen. Obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Dieses Mal. Alter.
Willst du mich verarschen, Alter? Das geht voll und geht wieder leer, Alter. Was für eine Kacke ist das denn? Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on. Just a little while longer. Fight on. Just a little while longer. Pray on. Just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Sie sollen nicht schießen. Anscheinend. Ja, das Militär zieht sich zurück. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab es der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Aber nur die, niemand anders. Vor dem Rückrufzentrum. Alter.
Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Du sollst zu ihnen sprechen. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Oh nein. 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 Amanda. Sein Sicherheitsprogramm. Ich hasse sie so sehr. Ernsthaft, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, Connor zu verlieren. Ernsthaft? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Was? Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Alter, was? Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Finde einen Weg nach draußen. Yo, High Five. Was ist mit dem Stein? Sind wir wieder ganz am Anfang? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo wir sind. Aber es gibt hier irgendwo diesen komischen Stein. Und ich weiß nicht, haben wir wieder nur eine begrenzte Zeit, die abläuft? Der Stein. Wo wir uns immer gefragt haben, was macht dieser Stein? Es läuft zumindest momentan kein Timer mit. Ich weiß nicht, ob ich das beunruhigen soll oder beruhigen. Ich weiß es bei Detroit einfach nicht. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Es läuft ein Timer mit. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Voll unauffällig. Finde einen Weg nach draußen. Fanny, wo bin ich denn jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht sehen, wo ich bin. Ich bin gerade in eine andere Richtung gegangen. Plötzlich tauche ich hier wieder auf und bin ganz woanders. Ich bin wieder hier in der Mitte von diesem komischen Kackpilz. Ich muss da rüber. Da ist ja auch der Stein. Okay, jetzt sehe ich ihn. Bitte, halt noch so lange durch. Halt noch so lange durch. Das muss doch der Exit sein. Oh, Kackkombo. Die Zeit, in der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei!
Abfalldeponie außerhalb von Detroit. Alter. Die Frage ist natürlich, kann man daraus jetzt wieder neue Androiden bauen? Da sie sich ja anders nicht fortpflanzen können. Oh wei. Warum haben sich die beiden nicht festgehalten? Alice. Natürlich alles andere nicht mitbekommen. Detroit become human, Alter. Wer will denn schon human werden? Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Also, von den Hauptcharakteren haben alle überlebt. Also erstmal, was für ein Spiel. Ich glaube, es gibt kein Spiel, ich weiß nicht warum, es gibt, glaube ich, kein Spiel, das mich emotional mehr an den Eiern hatte, wenn ich es mal so sagen darf. Beyond Two Souls und so weiter, war alles immer sehr schön, also auch sehr traurig und sehr dramatisch und sowas, aber das hier, das hat mich aber fertig gemacht. Vor allem, weil alles plötzlich im Arsch sein konnte oder teilweise auch im Arsch war. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es gar keinen Überfall auf Jericho gibt. Und dann, es gibt so viel, was wir noch nicht gesehen haben, tatsächlich. Und ich glaube, ich weiß nicht. Es kommt mir so extrem schwierig vor, das Richtige zu tun, wenn man nicht weiß, was das Richtige ist. Du kannst es im Vorfeld ja gar nicht wissen, was dabei rauskommt, wenn du dies wählst oder das wählst. Mal abgesehen von den Einwortantworten natürlich. Aber du weißt natürlich auch nie, wie geht's jetzt da weiter. I, Amanda. Du Hure. Ich hasse dich. So. Also man weiß immer nicht, was passiert, wenn ich das mache, was hat das für Konsequenzen. Man weiß es vorher einfach nicht. Man kann es einfach nicht wissen. Und natürlich die Leute, die es inzwischen woanders gesehen haben, die konnten das natürlich wissen. Es gab wahnsinnig viele Spoiler unter den Kommentaren. Und zwar auch Spoiler wie, wenn du das machst, passiert das. Hättest du das gemacht, wäre das... Und das, du hast das falsch entschieden, das wäre richtig gewesen. Man kann nicht wissen, ne? Man kann vorher, bevor man es nicht gemacht hat, weißt du nicht, was ist richtig, was ist falsch. Es sei denn, es steht deutlich da. Deswegen, das macht es halt so wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, aber hat auch so einen wahnsinnig, wahnsinnig hohen Wiederspielwert. Und ich weiß, es gibt einen perfekten Weg, wo man alle retten kann, wo keiner stirbt, außer ein paar No-Name-Androiden, die uns ja irgendwie egal sind, weil wir sind Menschen, wir sind emotional nicht dran gebunden. Es gibt auch einen Weg, wo man alles falsch machen kann. Es gibt auch einen Weg, wo man, also alles falsch machen im Sinne von, also meiner Meinung nach, Krieg, Gewalt und so weiter. Guck mal hier, beim Überfall wäre ein Kunde reingekommen. Krass! Es kann so viel anderes passieren. Das hier ist die Demo. Wären wir am Anfang durch die Demo gelatscht beim Farbenkaufen, wäre genau das passiert, was ich befürchtet hatte. Deswegen habe ich einen Umweg genommen. Also es kann immer was passieren, womit du einfach niemals rechnest. Gut, und dass Alice ein Androide ist, ganz ehrlich. Ich fand es überraschend. Aber ich finde es schön, was es eigentlich für gar keine Rolle spielt letzten Endes. Na gut, außer dass sie ins Lager kamen. Aber dass es halt sonst einfach keine Rolle spielt. Und ich fand es ganz merkwürdig, als man sich entscheiden musste, ob man sie jetzt nicht mehr umarmen möchte. Das fand ich komisch. Ja, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Was für ein Spiel. Boah. Oh. Ah, Chicken. Aber die beiden sind doch Freunde. Und ich glaube, der Hank wartet gerade auf Connor, oder? Wie fies auch mit Connor am Ende, dass er sich noch umentscheiden kann. Na. And now umarm. Ja. Ja. Genau so muss es laufen, Leute. Genau so ist das nämlich. Das ist der richtige Weg.
Wir haben am Ende des Kapitels gar nicht angezeigt bekommen, wer sich wie, wo, war entschieden hat. Haben wir gar nicht angezeigt bekommen. Tja, das war Detroit Become Human. Ich glaube, wir werden es bestimmt noch ein paar Mal im Stream spielen. Kann ich mir vorstellen. Boah, Alter. Ich würde es gerne heute noch weiter aufnehmen. Das Problem ist, heute ist Samstag und heute startet der erste E3-Stream. Ich muss das jetzt noch irgendwie zwischenquetschen. Es ging einmal nicht anders. Die letzten Tage war ja sehr viel los. Vor allen Dingen mit einer sehr überraschenden Statue, die hier ankam. Für Leute, die das auf Twitter mitverfolgt haben oder auf Instagram gesehen haben. Da war ja doch ein bisschen Action. Das hat uns hier alles durcheinander gewirbelt. Und abgesehen mal davon, dass gerade für die drei Streams hier lauter falsches Zeug geliefert wurde. So Mikrofone, ja, ist egal, die nicht passen. Pipapo. Das ist sehr unpraktisch. Da muss ich jetzt irgendwie improvisieren. Alter, aber jetzt erstmal. Ich bin doch ein bisschen heilfroh, dass es vorbei ist. Ich bin heilfroh, dass ich kann nicht sagen, wie sehr. Es war am Ende war es einfach, boah, alles läuft gut die ganze Zeit, ne? Also so einigermaßen gut, relativ gut, doch ziemlich gut. Aber ich meine, am Ende konnte man das Ruder zum Glück wieder einigermaßen rumreißen. Auch wenn die Quicktime-Events, keine Ahnung. Also bei Until Dawn hat alles super geklappt mit Quicktime-Events, das war nie ein Problem. Normalerweise habe ich da relativ wenig Probleme, aber bei dem Spiel habe ich bei den Quicktime-Events tatsächlich Probleme. Und offenbar bin ich auch nicht der Einzige. So, und das beruhigt mich dann wieder ein bisschen. Aber das war so ein bisschen, obwohl ganz am Ende das Quicktime-Event gerade, das war schon mies, dieses Aufhebe-Quicktime-Event. Ja. Vielleicht muss man es auch am Stück durchspielen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht darf man es jetzt nicht so gehäckselt spielen wie ich. Aber es hat sich ja nur anders nicht machen lassen. Aber ist auch egal. Und wie gesagt, es sind keine Rechtfertigungen, es sind immer nur Erklärungen. Immer nur Erklärungen. So. Alter Schwede. Und wie gut dieses Spiel ist. Wie einfach unfassbar gut dieses Spiel ist. Und wie ich einfach nicht verstehe, dass Leute sich dann beschweren. Wie war das? Ja, David Cage hat keine eigene Note mit hinzugegeben. Hä? Ich brauche keine eigene Note. Das Spiel ist voll geil. Ich hasse es, aber es ist voll geil. Das ist so, ja. Und es ist teilweise auch sehr unbarmherzig. Und das finde ich ganz fürchterlich, dass es so völlig unbarmherzig ist. Aber vielleicht ist das ja auch die eigene Note, die da gerne vermisst wird. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich die PlayStation gleich ausmachen kann. Weil hier unten sind gefühlt 1000 Grad. Immer wenn die PlayStation läuft, das hatte ich bei God of War auch schon mal, habe ich auch mal laufen lassen. Oder bei irgendeinem anderen Spiel, immer wenn die lange durchläuft, dann sind hier unten im Keller, hier ist irgendwie keine Durchlüftung und nix. Also es gibt ein Fenster, aber da steht die Luft. Also so ein Kellerfenster, halt so ein typisches, das irgendwo nach oben geht. Und da steht die Luft einfach und oh, hier sind gefühlt 1000 Grad drin. Ich nehme jetzt irgendwie 40 Minuten auf und ich öle einfach. Ich öle wie so ein Tanker. Lala. Boah, alter Schwede. Hab mit der Pan auch ein bisschen geredet. Natürlich redet man ja auch ein bisschen über den Spielfortlauf. Und bei ihr sind ja andere schlimme Dinge passiert, die dazu führten, dass Jericho nie angegriffen wurde. Nie. Und da gibt es eine ganz andere Storyline. Eine völlig andere Storyline. Alter Schwede. Und ich bin, hört sich jetzt ein bisschen gemein an, ich bin fast ein bisschen froh, dass wir die Probleme hatten, die wir hatten, ne? Und dass halt die Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind, weil ich habe schon mehrfach gelesen, dass dieser Weg durchs Lager, ne, durch dieses KZ, kann man ja sagen, dass dieser Weg tatsächlich sehr selten nur zu sehen war oder, ne, dass der bei anderen Spielern halt gar nicht zu sehen war. Da bin ich fast ein bisschen froh, dass wir den mitgenommen haben, wobei ganz ehrlich, ich fand das so furchtbar. Ich fand das so unglaublich furchtbar. Und das war, gegenüber einem KZ war das alles noch sehr human, was da passiert ist. Also
Lustig, dass man sagt human, ne? Will man gar nicht mehr benutzen, das Wort. Die Kackpräsidentin, ey. Scheiß Vlogger. Präsidenten. Ah. Ich frage mich tatsächlich, ob das unrealistisch ist. Dass irgendein beliebter Vlogger irgendwann Präsident wird. Einfach nur, weil er mal Bock drauf hat, das auszuprobieren. Übrigens habe ich natürlich immer, ich sage immer sehr gerne, ja, wenn ihr mit meinem Spielentscheidung nicht einverstanden sind oder es anders machen wollt, dann kauft euch das Spiel auch einfach selbst. Ich weiß natürlich, dass viele Leute von euch auch keine PlayStation 4 haben, das weiß ich natürlich auch. Ich versuche nur immer, und das dafür möge man mich verhaften, ich versuche natürlich immer, gerade bei guten Spielen möchte ich Leute motivieren, das Spiel auch sich selbst zuzulegen und das einfach mal selber zu erleben. Ich glaube, zugucken ist das sehr, sehr, sehr viel einfacher. Sehr viel einfacher, als selber spielen und selber unter Druck sein. Zurücklehnen kann ich mir mit Popcorn. Weißt du, wenn ich mich ins Kino setze und einen Film gucke, dann ist das easy. Wenn ich aber dafür verantwortlich bin, diesen Film zu entscheiden und alles, was da passiert, zu entscheiden, und da sitzen aber noch irgendwie ein paar tausend Leute, ein paar hunderttausend Leute und gucken zu und bewerten alles nach jeweils ihrem eigenen moralischen Gusto, und du kannst es ja gar nicht allen recht machen, das ist schon, ja, das ist nochmal was anderes als selber spielen. Das ist, da bist du, ja, der Druck ist einfach ein anderer. Auch wenn man denkt, ja, du brauchst keinen Druck haben. Doch, hat man. Also ist, hat man so oder so. Es passiert ganz automatisch. Und ich weiß ganz genau, wenn man irgendwelche Dinge nicht richtig macht, Leute sind gnadenlos. Die Leute sind eigentlich genauso gnadenlos wie die Leute, die man im Spiel dann wieder hasst, weil die so gnadenlos sind. Es sind, glaube ich, viele versteckte Anspielungen zwischen den Zeilen dabei, so die man, ne, also einerseits mit der Präsidentin, dass sie Vlogger ist und so oder war. Das ist eine sehr offene Anspielung. Dass die Medien Scheiße berichten, ist eine sehr offene Anspielung. Aber dass zum Beispiel die Armee oder die Polizisten einfach jedem Befehl blind gehorchen, so wie die Androiden das ja eigentlich machen würden, aber sich gegen ihren blinden Gehorsam auflehnen. Dass die Menschen also den blinden Gehorsam machen und die Androiden aber nicht. Das fand ich eine schöne Anspielung. Ich glaube, die ist auch vielen entgangen. Bin ich mir ziemlich sicher. Gerade bei der friedlichen Demonstration am Anfang, wo sie einfach den Befehl kriegen zu schießen oder einfach schießen. Obwohl die genau gesehen haben, die Credits sind kürzer, als ich dachte. Ich hab jetzt Credits im Stil von Far Cry 5 erwartet. Ich stelle mir das generell sehr schwierig vor. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Es ist... Warte. Was kommt jetzt? Da kommt doch noch was. Ach, jetzt kommt das. Unterstützend, Abweichler, alles klar. Die Androiden sind erwacht. Im Rückrufzentrum. Trophäe erhalten. Eine Armee wie ich? Was? Okay, warte. Sicherlich halbe Stunde später geht's hier weiter. Androiden haben die Freiheit gewonnen fürs Erste. Das finde ich schön. Okay. Dem Tod entkommen. Fürs Erste ist schön. Ich frage mich, was die anderen wären. Wahrscheinlich die Freiheit nicht gewonnen und das andere. Präsidentin befiehlt Soldaten nicht zu schießen. Okay, also wir haben letzten Endes, wir haben eigentlich Trophäe erhalten, glückliche Familie. Wir haben tatsächlich ein gutes Ende erwischt. Trophäe erhalten, moralischer Sieg. Ja, danke. Danke. Wir haben Trophäe enthalten. Warte, jetzt reicht's aber mit den Trophäen. Ich habe gar nicht mehr genug Platz im Schrank. Das ist meine Geschichte. Eine Goldtrophäe. Juhu. Aber die ist wahrscheinlich nicht selten. Trophäe erhalten, Partner. Ach, schön ist das. Schön ist das. Wir haben tatsächlich, ich glaube, wir haben ein gutes Ende. Wir haben doch ein gutes Ende hinbekommen. Ein gutes Ende. Nicht das beste Ende, aber wir haben die Androiden befreit. Wir haben, also Kara und Alice haben überlebt. Luther leider nicht.
Und ich weiß immer noch nicht, hätten wir ihn retten können oder nicht. Es sah alles danach aus, als wären wir dann gestorben und ich wollte halt für Alice da sein. Das war meine primäre Aufgabe. So, ich guck mal kurz. Hart Plaza Freiheitsmarsch, haben nur 55% gemacht. Die anderen haben, glaube ich, den Kriegsweg gewählt. Deswegen ein bisschen mehr als die Hälfte, erschreckend wenig immer noch, aber ein bisschen mehr als die Hälfte haben den Freiheitsmarsch gewählt. Hier kann man Entschlossenheit zeigen. 12% nur haben sich gekniet. Ich glaube, die meisten haben bestimmt die Arme hochgehalten, wie bei der Demo. Aber ich dachte, knien ist nochmal, das ist nochmal irgendwie, wie sagt man? Ne, nicht unterwürfiger, sondern nochmal, demonstrierender, dass man wehrlos ist, dass man keine Gegenwehr ist und so weiter. Androiden halten Stand, Barrikade richten ist klar, verlassenes Auto benutzen 50%, Parolen wählen 55%, Soldaten beobachten 34%, haben nur die Soldaten beobachtet. Ich bin ganz ehrlich, ich find's doof. Ich wollte mich eigentlich bei der Barrikade noch um die Androiden kümmern. Und du kannst halt vorher nicht wissen, wenn ich die Soldaten beobachte, geht's weiter. Kannst du halt vorher nicht wissen. Du hast halt die Aufgaben. Und naja, ich hätte vielleicht dann vorher mal mit den Soldaten, ich hätte vorher mal mit den eigenen Männern und dann die Soldaten beobachten. Ich wollte nur gucken, dass wir nicht in Gefahr sind und mich dann um die Leute kümmern. Das war so mein Gedanke dabei, aber es war dann offenbar genau andersrum. Schade, aber war nicht anders machbar. So, mit Perkins verhandeln 44%, die meisten haben nicht verhandelt. Handel ablehnen 41%. Hier oben, ich glaube, da wären alle Androiden erschossen worden, außer Markus, oder nicht erschossen, sondern eingekerkert worden, außer Marcus. Und dann frage ich mich, was wäre da oben passiert? Wäre Marcus gestorben? Ich weiß es nicht. Handel ablehnen, haben wir gemacht. Soldaten greifen Barrikade an, 52. Und ganz ehrlich, auch unter der Voraussetzung, dass Marcus gestorben wäre, ich musste den Handel ablehnen. Es gab keine andere Option. Es gibt keine. Ich hätte diesen Deal nicht machen können, weil, ganz ehrlich, dann wäre alles für den Arsch, wofür ich eingestanden wäre. Ich hätte quasi alle verkauft. Ne. Soldaten greifen Barrikade an, Verteidigung 52%, flüchtende Androiden retten 50%. Marcus, was hier unten wäre, da wäre es einfach nicht mehr weitergegangen. Marcus ist umstellt, vielleicht wäre Marcus da nicht umstellt gewesen, ich weiß es nicht. Soldaten erheben Waffen, 51%. Singen haben nur 17% gemacht. Ich frage mich, was die anderen Optionen gewesen wären. Wir hatten ja noch Opfern, aber es gibt noch drei andere Optionen. Dann, öffentliche Meinung reagiert auf letztes Gefecht der Androiden, 46%, Präsident befiehlt Soldaten nicht zu schießen, Androiden haben die Freiheit gewonnen fürs Erste, bis die Menschen sich zusammenraffen, aber bis dahin haben wir natürlich unsere Brüder und Schwestern von der Müllhalde schon wieder aufgebaut, ausgetauscht, repariert und so weiter und dann geht's los. So, das haben wir, Ablaufdiagramm, ganz kurz, was haben wir denn hier? Hier ist ein Ablaufdiagramm, was wir gar nicht haben. Interessant, davon haben wir nichts. Das ist wahrscheinlich ein anderer Storystrang, den wir gehabt hätten. Connors letzte Mission. Komischerweise hatten wir das hier nicht. Interessant. Amanda hintergangen. Juhu! Hank befreundet. Juhu! Software-Instabilität Abweichler. Juhu! Öffentliche Meinung unterstützend. Juhu! Okay, machen wir weiter. Ah, Connor am Cyberlife Tower. Ah, deswegen. Connor hätte auch ein anderes Ende haben können. Okay, Cyberlife Zentrale, 78% waren da. Im Aufzug, easy. Wachen angreifen. Die anderen sind einfach nach oben gefahren und ich glaube, da wäre Connor deaktiviert worden. Das war natürlich keine Option. 77% haben die Wachen angegriffen, 77% ausgeschaltet, 76% haben den Aufzug gehackt. Und Wachen nicht ausschalten, Connor tot. Okay, also Connor hat wahnsinnig viele Möglichkeiten zu sterben. Ich wollte es nur mal anmerken. Der Connor kann aber links und rechts umfallen. So, Aufzug hacken, Stimme der Wache imitieren, 76%, Gott sei Dank. Aufzug umleiten, hätte vielleicht beides funktioniert. Nee, Aufzug hacken, Stimme der Wache imitieren, 76%. Das andere wäre vielleicht nicht weitergegangen, weiß ich nicht. Ebene minus 49, 76%. Kamera funktionsfähig, scheiße, habe ich nicht drauf geachtet, 60%. Wachen erwarten Connor, Wachen ausschalten, das haben wir dann wieder geschafft. Komischerweise, hier wäre Connor auch wieder gestorben. Androidenumwandlung einleiten. Neuer Connor hat Hank als Geisel, 72%. Hier wäre wahrscheinlich kein neuer Connor gewesen oder wir selber wären vielleicht der neue Connor. Vielleicht wenn Connor vorher gestorben wäre, wären wir selber der neue Connor gewesen, dann hätte es keinen neuen Connor gegeben da unten. Weiß man alles nicht. Umwandlung stoppen, um Hank zu retten. 9 Connor angreifen, 15%. Nur 15%. Connors kämpfen,
Connors ziehen Waffen, Hank nimmt Waffe, Hank fragt nach dem Namen seines Hundes, Sumo 52%, Hank fragt nach dem Namen seines Sohnes 51%, Hank tötet neuen Connor 51%, Umwandlung fortsetzen 51%, Androiden sind erwacht, zu 50% sind die Androiden erwacht und zu 50% wäre es halt nicht der Fall gewesen. Das ist schon, 50-50 ist aber schon hart. Ich bin froh, dass ich zu den unteren 50 hier gehöre. Eieiei, und viele Möglichkeiten für Connor zu sterben. Wie gesagt, er fällt einfach links und rechts um, wenn man nicht aufpasst. So, Kara verlässt Detroit. Das wäre noch eine Option gewesen, die Bushaltestelle, die ominöse Bushaltestelle. Die haben wir leider nicht gesehen. Kara verlässt Detroit. Auch hier eine aufregende Reise. Das gibt es zum Beispiel bei Pandoria. Die Pandoria hat Detroit verlassen, soweit ich weiß. Ich weiß aber nicht, wie es da weitergegangen ist. Ich habe ja eh nicht geguckt. Wir reden nur manchmal drüber und versuchen uns dann immer nicht zu spoilern. Deswegen weiß ich ein bisschen was, aber halt sehr wenig. So, das nächste wäre Kara gefangen. Das war unser Weg. Im Rückrufzentrum 17%. Ich sag ja, das gibt's bei kaum jemandem zu sehen. Also eigentlich toll. Gibt's nur hier auf dem Channel. Super, oder? Freuen sich alle. So, Androiden steigen aus dem Laster. Jetzt kann ich lachen. Vorher war ich sehr bestürzt. Bei mir ist jetzt aber auch so ein bisschen dieses, weißt du, wenn der Druck abfällt so langsam und man einfach dieses dämliche Grinsen einfach nur noch hat, weil, das hätten wir auch ganz schnell vergehen können. Androiden steigen aus dem Laster, Alice beruhigen, haben nur 9% gemacht. Ist aber ein bisschen schwierig, weil von den 17%, das waren nicht die 9% von den 17%, sondern 9% der gesamten Spielerschaft. Die anderen haben es nicht gemacht, aus irgendeinem Grund. Aus dem Laster steigen, in die Reihe stellen, man hätte noch weglaufen können, aber da wäre das Ende der Fahnenstange ganz schnell erreicht gewesen. In die Reihe stellen, Alice soll weitergehen, Alice beruhigen, 16%. Soldat wird ungeduldig, Soldat haben wir überzeugt, 7% haben das nur gemacht, also wiederum nur nicht mal die Hälfte. Das Zelt erreichen, Haut deaktivieren, viele haben die Haut nicht deaktiviert oder wollten die nicht deaktivieren, auch da wäre irgendwie ein Ende gewesen. Ausziehen, Zelt verlassen, dann wäre hier irgendwas auch wieder das Ende gewesen, der Fahnenstange, ich bin mir nicht sicher. Zelt verlassen, Abweichler bei Fluchtversuch erschossen, Soldat befiehlt Android die Leiche wegzuschaffen, das haben wir gemacht, freiwillig melden, 11%, Androiden tragen 11% und da hätte man natürlich, hier hätte man auch flüchten können, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das die Flucht gewesen wäre, ehrlich gesagt, müsste aber eigentlich auf dem Gelände. Hier wären wir geflüchtet ohne Alice. Wir hätten Alice zurückgelassen und das wollte ich einfach nicht. Getroffen in Flüchtige, mit Ralph reden. Ich habe vorher Ralph nie kennengelernt. Also da hätte man den Jerry natürlich, aber trotzdem, das ist so gemein. Auf dem Gelände 17%, den Ralph zu opfern war eigentlich, ganz ehrlich, das ist eigentlich ein ganz mieser Zug. Ganz mies, aber. Auf dem Gelände, von Drohnen entdeckt, 7%. Verzweifelter Android wird erschossen, 17%. Mit Jerry reden, 17%. Mit dem anderen Jerry reden, 17%. Bei der Drohne stillhalten, haben nur 5% gemacht und danach ist hier gleich Ende Gelände. Das ist, also es ist echt böse. Dann haben wir hier unten getroffene Flüchtlinge mit Ralph reden. Ralph lenkt Drohne ab, beruhigen. Ralph beruhigt sich. So, das haben wir auch gut hingekriegt. Die anderen Sachen, weiß nicht genau, was gewesen wäre. Alice wird weggebracht, Gelände verlassen. In Reihe stellen 16%, Alice suchen, Alice hat Angst. Beschwichtigend 9%. Die Reihe geht vorwärts, vortreten. Dann, einen Weg zu finden, zu Alice zu kommen. Wachen beobachten haben wir gemacht. Getroffen in Flüchtige mit Ralph reden, 2% haben das nur. Befreit in Slutko, mit vernarbten Androiden sprechen, 4% haben das nur gemacht. Mit Jerry reden haben wiederum 16% gemacht. Hier wäre noch irgendwas gewesen, wo wir wahrscheinlich auch, da hätten wir wahrscheinlich einen kurzen Exit gehabt und das wäre vielleicht nicht der gute Exit gewesen. Mit Jerry reden, um ein Ablenkungsmanöver bitten. Soldaten sind abgelenkt, Alice erreichen in einer Reihe mit Alice. Das haben wir auch geschafft. Da stehen keine Prozentzahlen, komischerweise. Die Reihe geht vorwärts, 1%. Stacheldraht beobachten, 8%. Mit Jerry reden, 1%. Also so wenige haben das nur. Mit Ralph reden, 4%. Das sind echt so verschwindend geringe Zahlen hier einfach. Wow. Um ein Ablenkungsmanöver bitten. Hier oben wäre auch Ende gewesen, glaube ich. Da wäre immer... Es gibt auch Wahnsinn, also auch hier gab es wahnsinnig viele Möglichkeiten zu sterben. Unglaublich viele Möglichkeiten. Also mit Connor und auch mit Alice und Kara, es ist einfach ein Drahtseilakt gewesen. Die ganze Zeit ein Drahtseilakt. Und jetzt wird einem erst bewusst, wie sehr das auch ein Drahtseilakt war. Soldaten sind abgelenkt, zum Stacheldraht laufen. Alice überwindet den Stacheldraht. Hier oben wäre Alice überwindet den Stacheldraht nicht. Beides ein sehr schneller Exit. Schon wieder. Wie oft kommt man hier sterben? Ich weiß es gar nicht. So fucking oft. Und hier, keine Ahnung, was das hier gewesen wäre. Oh, Alice überwindet den Stacheldraht nicht.
Hier wäre nicht zum Stacheldraht laufen, wäre Exit. Hier wäre Alice überwindet den Stacheldraht nicht, wäre Exit gewesen. Ein Soldat trifft einen, Soldat bekämpfen. Hätte man das nicht geschafft, wäre es Exit gewesen. Und hier, Kara schlägt Soldaten. Kara und Alice sind im Laster entkommen. Nur 2% sind aus dem Lager noch entkommen. 2%. Also, ja, es, ja, Drahtseilakt. Das war wirklich, wirklich ein Drahtseilakt. Wir haben uns tief in die Scheiße geritten, aber wir haben uns einfach wieder freigestruggelt. Und zwar sehr, 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 ja. Okay, was hat man denn noch? Markus Revolution. Oh, die Revolution wäre der Krieg gewesen. Auch den hatten wir nicht. Den Krieg hatten wir auch nicht. Das wäre hier. Das wäre Krieg gegen die Menschen gewesen. Und hier sieht man einfach nichts, weil wir den Weg gar nicht hatten. Also das Spiel hat einen immens hohen Wiederspielwert. So, Kampf um Detroit, Markus Demonstration, das haben wir gemacht. Und das haben wir ja schon gesehen, Freiheitsmarsch und so. Das hatten wir ja schon alles. Dann machen wir mal fortfahren. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ja? Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Was? Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Was? Doch ich werde frei sein. Gut für dich. Ich werde allein sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Und dann ist das Hauptmenü leer. Ich hätte vielleicht, hätte ich vorher sagen sollen, yo, wir sind Freunde und jetzt aber, jetzt, das ist die Quittung dafür, dass ich ehrlich war. Alles klar, das nächste Mal lüge ich die einfach an. Ich habe jetzt gelernt, ich muss alle anlügen. Danke, Spiel. Vielen Dank. Nein, du bleibst natürlich hier. Hab dich gekauft, du bist mir. Okay, ja, natürlich. Ich allein schon, um zu wissen, ob das Hauptmenü dann leer ist. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Danke. Jetzt. Ernsthaft? Das Hauptmenü ist leer? Ernsthaft? Hallo? Hallo? Ich brauche seelischen Beistand. Ich habe das Spiel gerade durchgespielt. Ich brauche seelischen Beistand. Ich könnte jetzt wirklich eine Freundin gebrauchen. Oh. Ich hoffe, das hat Panik gehört. Ja, die ist einfach. Das Menü ist leer. Hilfe. Warum ist das Menü leer? Ob die nochmal wiederkommt? Sie hat gesagt, sie wird es mir nie vergessen. Vielleicht kommt sie ja nochmal wieder. Wie krass, dass das Menü einfach leer ist. Okay, komm, wir gucken in die Extras. Auch hier kein Auge mehr, das uns beobachtet. Ja. Ich guck mal. Die Geisel, Eröffnung, Farbtöne, ein neues Zuhause, der Maler, Partner, stürmische Nacht, gebrochen. Das Verhör. Flüchtige von den Toten, auf Hank warten, auf der Flucht, Jericho, das Nest, Zeit zu entscheiden. Also ich behaupte einfach mal, es ist einfach nicht möglich, das Spiel beim ersten Run, ohne dass man die Infos hat, perfekt durchzuspielen. Glaube ich never ever dran, dass das irgendwie möglich ist. Kampf um Detroit. Boah, das Kapitel war auch so gnadenlos lang. Das war so gnadenlos lang. Nacht der Seele. Ich würde es echt gerne nochmal durchspielen. Vielleicht machen wir es so. Vielleicht machen wir es so, pass auf. Ich würde es im Stream nochmal durchspielen oder so, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Nicht heute, weil heute ist E3-Stream. Und da kann ich nicht so lange, weil wir die nächsten 4 Tage streamen. Also die Folge ja, wenn die Folge rauskommt, ist heute schon vorbei. Heute ist der letzte Samstag, ne, wie bereits gesagt. Und da fangen die 4 E3-Streams an. Das heißt, heute kann ich nicht so lange streamen, weil die nächsten 4 Tage werden, die nächsten 3 Tage werden gnadenlos. Aber ich würde es gerne nochmal im Stream spielen und dann würde ich es wahrscheinlich nochmal auch auf YouTube raushauen. Wenn das für euch okay ist. Und dann würden wir mal gemeinsam überlegen, welche Wege wir gehen, dass wir vielleicht möglichst viel abdecken. Das wäre noch ganz cool. Und im Anschluss an diese Folge haue ich noch die Extras raus, die fehlenden. Ich wollte die vorher nicht raushauen, weil da ist akute Spoilergefahr. Hatte mich auch selber mit einer Sache gespoilert, die ich dann auch anspreche.
Deswegen habe ich die Extras noch nicht rausgehauen parallel wie bei dem ersten Extra, sondern ich haue sie dann hinterher raus. Also jetzt, morgen kommt dann das erste Extra, übermorgen das nächste, so, ne, wie gehabt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt. Wir werden bald eine neue Geschichte spielen und ich frage mich, ob Chloe dann wieder im Hintergrund ist oder ob wir das Hauptmenü jetzt immer leer haben. Chloe, ich vermisse dich. Chloe? Was wäre passiert, wenn wir Nein gesagt hätten? Das wäre auch interessant gewesen. Man will das immer wissen, aber naja. Jetzt war ich neugieriger, was passiert, wenn man Ja sagt. Und ja, da haben wir die Quittung. Schön. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Es war eine unglaublich wilde Reise. Und ich habe halt gesehen, auch euch hat es gefesselt. Das war, ganz ehrlich, für mich war das spannend, viel spannender als jeder Kinofilm. Viel, viel spannender als jeder Film, den ich bis jetzt jemals gesehen habe. Das war schon sehr wow. Weil gerade wenn man selber spielt, ist man halt auch mittendrin. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, wie gesagt, unbedingt selber spielen auch mal. Gerne auch andere Entscheidungen treffen, aber auf jeden Fall auch mal selber erlebt haben. Ich gehe Baldrian einschmeißen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir ist so ein Riesenstein vom Herzen gefallen, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin nicht mit allen Sachen einverstanden, natürlich nicht, wie könnte ich auch. Aber ich bin froh, dass wir es noch einigermaßen rumreißen konnten, dass am Ende alles noch einigermaßen gut geworden ist. Gott sei Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den Extras und bald auch wieder mit den anderen Wegen. Ich würde gerne einmal den Kriegsweg machen und einmal einen Bösi-Bösi-Weg, wo man nur scheiße ist. Dankeschön. Tschüss. Ich gehe kurz auf die Auflader. Ich setze mich kurz mit dem Arsch auf die Aufladerstation. Ich bin out of energy. Ich brauche erstmal dringend einen Schub. Bidi bidi. Tschüss. Hold on. Just a little while longer. I've seen it all.